Hallo, ich bin der Tobias Grünwald, ich bin 13 Jahre alt und komme aus Murnau. Ich bin der Max Grünwald, bin 11 Jahre alt und komme ebenfalls aus Murnau. Ja, wir haben Ende 2009 mit dem Snowboard angefangen. Ich glaube, das sind 3 Jahre. Unsere Freunde haben uns Boards geliehen und dann haben wir einfach Snowboarden mal angefangen irgendwo an einem kleinen Hügel. Und uns hat es so Spaß gemacht, dass wir einfach weitergemacht haben. Ja. Und dann kamen die ersten Sponsoren auf der Zugspitze. Zu dem Namen Border Boys kam es eigentlich recht spontan. Wir mussten für den Wangle Tangle eine Crew-Seite erstellen und uns ist kein Name eingefallen. Und dann kam der Funke, Border Boys, das passt für uns und dann haben wir es dabei belassen und ja, jetzt sind wir die Border Boys. Das könnt ihr auch alle in Facebook liken. Also beim Snowboarden macht mir am meisten Spaß. Also im Park ein bisschen rumchippen, ja, wenn der Schnee weich ist. Und Powdern ist auch das absolute Highlight. Also es macht richtig Fun. Also mir macht beim Snowboarden Powdern am meisten Spaß. Wenn man keine Schmerzen dabei hat, ist es einfach ein Gefühl wie Fliegen. Du bist ganz locker und frei. Also unser Motto ist eigentlich just for fun. Wir fahren nur zum Spaß. Und weil wenn uns jemand zwingt oder so, dann macht das ja keinen Spaß mehr. Und wieso sollten wir denn fahren? Also mich persönlich hat das Snowboarden schon bis nach Neuseeland gebracht. Und das ist ziemlich cool, weil da ist der Park natürlich absolut perfekt geshaped. Aber es bringt einen nicht nur von den Ländern her weit, sondern auch mit Freunden und alles. Man lernt so viele Leute kennen. Das ist einfach cool. Also ich war bisher noch nicht so weit weg wie mein Bruder. Also eher so Italien oder Österreich oder Schweiz. So fahre ich immer rum. Aber ich kenne auch viele Leute jetzt von Italien oder so. Es macht richtig Spaß, so viel rumzureisen. Mein größter Erfolg war 2012 bin ich deutscher Meister im Slopestyle U12 geworden. Also meine Erfolge sind bisher der 3. Platz bei der deutschen Meisterschaft U16 und natürlich bei den Burton European Open. Das kann man ja nicht ganz vergleichen, weil das eher ein viel größeres Event ist. Aber für mich persönlich war das ein Erfolg, weil ich einen super Run hingelegt habe. Also da bin ich 14. in der Halfpipe geworden und 18. im Slopestyle. Aus dem Snowboarden fahre ich noch Skateboard und ich gehe auch gerne auf der Slackline. Ja, und das ist auch einfach auch ein super Training fürs Snowboarden. Und im Skaten haben wir auch schon coole Unterstützer wie Muckefuck und TSG. Eigentlich mache ich die gleichen Sportarten wie mein Bruder. Ja, Slackline kann ich noch nicht so gut wie er. Aber ja, Surfen ist auch schon richtig cool. Und Skateboarden. Also unsere Sponsoren sind, also erstmal Hauptsponsor für die Boards sind Völkel Snowboards. Die unterstützen uns richtig gut. Dann gibt es Quicksilver, die geben uns alle Klamotten. Die auch super alles aushält, was wir machen. Von Bodyglove kriegen wir Rückenprotektoren, die ziemlich wichtig für uns sind. Icebreaker gibt's noch. Die geben uns unsere schöne Wollunterwäsche. Wir sind Red Bull Friends noch. ABS gibt's da noch. Die geben uns die Lawinenrucksäcke. Mit den Airbags hinten raus, dass wir nicht in der Lawine irgendwann drin hängen und nicht mehr rauskommen. Dann gibt's Contour. Die geben uns die Kameras, damit wir schön filmen können. Dann werden wir von Blue Tomato gesponsert. Das ist unser Shop-Sponsor. Von denen kriegen wir immer mal sowas, wenn wir was brauchen. Und im Alpamare, in Bad Tölz, können wir immer das Surfen trainieren auf der coolen stehenden Welle. Ja, und die unterstützen uns ja auch ganz kräftig. Also meine Ziele für die Zukunft sind, als erstes gesund zu bleiben und Spaß zu haben weiterhin am Snowboarden. Ja, ich versuche noch ziemlich hohe Contests mitzufahren, ja, und ziemlich viel abzuräumen. Meine Ziele für die Zukunft sind auf jeden Fall Spaß dabei zu haben, weil das ist das Wichtigste beim Snowboarden. Aber ich würde richtig gerne mal den Ehrenstahlkicker springen. Jetzt könnt ihr unsere Facebook-Seite auschecken. Viel Spaß dabei und wir sehen uns.